zeige euch mal, wie es so bei uns ausschaut. Die Decke und die Wände, die waren nämlich alle fleckig. Und hey, das schaut schon viel schöner aus. Und die nächsten Wochen haben wir auch schon ausgemalt. Und wir haben auch schon auf unserem Balkon renoviert. Und zwar haben die Männer das Gelände abgeschliffen. Und wir wollen das dann lackieren. Zwei-Komponenten-Lack ist immer teuer. Ja, sicher, teurer als dein Komponenten-Lack und ein bisschen günstiger als der Drei-Komponenten-Lack. Jetzt werden die Türen gleich lackiert und ich muss jetzt präsentieren. Man nehme einen Flecken-Schwamm. Es ist so cool, ich meine, was gibt's Cooleres als einen Flecken-Schwamm? Einfach nur genial. Was sagt man zu diesem Erfolg? Wer liebt Fleckenschwämme so wie ich? Alle sind fleißig am Arbeiten. Und hier wird gerade der Türstock weiß angemalt und der Unterschied ist ganz arg. Aber viel schöner. Dann schauen wir zum Philipp. Oh, das ist schon ganz weiß. Einmal drüber malen deckt anscheinend nicht so ganz gut. Da sieht man jetzt den Unterschied. Es schaut viel besser aus. Die streiten. Du musst es dir von der Seite anschauen. Bin ich froh, dass wir das jetzt schon machen. Oh! Ja, die Tür schaut noch gelb aus, sodass man sie ja nicht übersehen kann. Die Männer haben geschlossen, die wollen mit der Pizza. Weißt du, ich bin immer da, um die Ratschläge zu geben. Ja. Was würden Sie sonst machen? Baut sie nicht, wenn sie sich so kranken? Kann man machen, aber wenn man es kann, kann man es auch nicht. Die Christiane hat die Tür geputzt. Und da sieht man auch einen ganz großen Unterschied. Ja, vor allem, was der Fleckenschwamm kann, ohne jetzt, dass man sich anschlägt. Alles Edelstahl in der Küche. Boah, die gute Sachen. So gut. Der Tommy hat auch ganz viel Spaß. Stop, die Tür deine Schuhe. Mann, hab ich ganz gefreut. Auf jeden Fall ist die Tür schon nur durchs Putzen viel heller. Was wolltest du über die Vormieter sagen? Peace. Die Vormieter haben nicht das Potenzial in diesen Türen erkannt, wenn sie die weiß sind. Der sagt das so gut. Wenn du denkst, ich habe nur eine Seite von einer Tür. Platz ist draußen, dann gibt es keine Pizza. Vor allem hier mit der Farbe ist es so geil, weil wir uns das so gut erhalten, dass es so aussieht. Was ist das für mich? Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Die gleiche Farbe. Die falsche Hand. Und als kleiner Tipp, wenn man mit einer Türe anfängt, dann ist man einfach dazu gezwungen, alle Türen weiß anzumalen. Schau, mal dir gleich deine Objektiv vorne an. Das würdest du nie tun, wenn einer Objektiv wird. Ich will nicht objektiv, so wie ihr. Das zeige ich dir auch nicht. Da habe ich die Liebe zu den Schlafen entdeckt. Und ich liebe Fleckenschwämme, ich liebe sie wirklich. Und das Kleid. Das Kleid? Ja. Ja. Das hast du dir gekauft? Die Fliesen. In die Fliesen hast du dich da was verliebt. Was hast du denn geschlafen? Fliesen muss ich mir zeigen. Super.
Die Farbe ist super prinzipiell. Ich mag die Uhr. Auch wenn man zweimal streichen muss, ist es egal. Der Licht bin mit der Farbe Uhr gekriegt. Muss ich sagen. Die soll ich sagen, toll, das sage ich für dich. Na gut. Ich bin gerade angekommen. Und heute geht es so viel weiter. Heute wird endlich dieses eine Zimmer, wo die Wände nicht so schön waren, verspachtelt. Und wir schauen mal, was da jetzt schon weitergegangen ist. Boah, so schön. Ich bin ein Fan. Boah. Boah. Step by step wird hier alles weiß und ein bisschen tapeziert, sonst wäre es ja nicht unser Office. Und das Beste, heute ist schon unsere rosa Marmortapete angekommen. Die soll hier an die große hintere Wand, sodass wenn man hineinkommt und durchschaut, sieht man an der Wand eben komplett die rosa Marmortapete, wenn man den Blick durchs ganze Office hat. Und sobald die Tapete hängt und wenn alles geputzt ist, dann werden wir endlich beginnen, richtig zu übersiedeln. Dann werden zuerst hier die Schreibtische aufgebaut und an die hintere Wand kommt eine Konsole und zwei Hocker drunter, ein Spiegel drüber und eine Lampe. Und vielleicht ist noch Platz für das große Sofa. Das würde man ja, wahrscheinlich dorthin stellen. Und ein Teppich für den Tommy, weil er liebt Teppiche und wälzt sich urgern auf Teppichen. Und jedes Mal, wenn wir einen Look machen, dann würde er immer auf den Teppich gestampelt und dann soll er jetzt hier einen eigenen Teppich haben. Ah, Video im Hintergrund. Und darum soll er jetzt hier einen eigenen Teppich haben, wo er so richtig graben kann. Das ist der Plan.